seinem Arm vollbracht er machtvolle Taten. Er hat zerstreut. Das ist schon witzig, oder? Ich bin auf dem Weg ins Kloster. Ich trete ins Kloster ein. Irgendwann einmal vor einigen Wochen habe ich mir gedacht, ja, es ist ganz wichtig, weniger, ruhiger, stiller, konzentrierter. Man muss das Wesentliche sehen. Ich gehe ins Kloster. War begeistert, super, mache ich. Selbstexperiment, ich gehe ins Kloster für 3 Tage. Jetzt bin ich auf dem Weg dorthin und habe überhaupt keine Lust. Alexander Schiebel. Schiebel. Danke. Gastpater ist der Beauftragte, der für die Gäste, die kommen, die einem Kloster nie fehlen, dass er diesen ja, Rede und Antwort gibt und bei ihnen ist, ohne sich aufzudrängen und einfach da ist für sie. Und das heißt, dass man auch Zeit hat für sie, wenn sie es wollen. Nur leider kann ich gar kein einziges Kartenspiel. Sie spielen sicher irgendwelche interessanten Spiele. Es ist sehr interessant, das Tarockspiel. Das kann ich sogar ein bisschen. Ja. Das müsste ich irgendwie aktivieren können in meinem... Ein, dass Sie eintreten können. Da habe ich hier meinen Schwindelzettel, nicht? Und da steht 5.45 Uhr eine Gebetszeit, 6.45 Uhr die nächste. Danach Gottesdienst und um 8 Uhr, wenn du 2,5 Stunden, sagen wir mal, gebetet und Gottesdienste gehalten hast, dann kriegst du ein bisschen was zum Essen. Dann hast du aber den Vormittag für dich, 11.45 Uhr so die Mittagshore, dann kannst du wieder essen. Und dann 17.45 Uhr die Vesper. Dann nach der Vesper gibt es wieder was zum Essen. Eigentlich immer nach dem Gebet gibt es was zum Essen. Und dann um 19.30 Uhr gibt es die Komplett. Als Gast der Klostergemeinschaft essen sie im Normalfall mit den Mönchen im Refektorium. Essen schließt sich unmittelbar an den Gottesdienst an. Meine Rede. Was passiert, wenn du diesen strukturierten Tag hast und wenn du so oft am Tag an Gebeten teilnimmst, an gesungenen Gebeten? Du bist halt in diesem besonderen Raum und du sprichst diese Texte, es wird immer abwechselnd gesungen und eigentlich manchmal auch gesprochen und du sprichst mit oder auch nicht oder liest nur mit. Und tauchst halt ein in diese Welt und in diese Gedanken, die natürlich an dir arbeiten, das ist ja klar. Wenn jemand hierher kommt, würde ich ihm sagen, er soll sich gar nicht zu viele Vorstellungen machen, er soll sich einfach mal drauf einlassen und alles auf sich wirken lassen und einfach einmal sozusagen sich der Geschichte überlassen, ähnlich wie man in einer Achterbahn oder bei einer Geisterbahn fährt. Sich einfach zurücklehnt und einmal das Ganze ablaufen lässt und auf sich wirken lässt. Weil in gewisser Weise ist man auch in einer exotischen Welt, die man nicht kennt. Allein die Art, wie zu Abend gegessen wird, einer der Brüder bedient die anderen, einer liest vor, ist sozusagen eine lebende Audio-CD und niemand spricht miteinander und gefällt mir. Mit Atheisten bestimmter Prägung kann ich die Wahrnehmung der Abwesenheit Gottes in der Welt nachvollziehen. Ich erachte ihre Deutung dieses Gefühls jedoch für übereilt, nämlich für einen Ausdruck von Also ich habe ja überhaupt eine gewisse Sehnsucht nach so mönchischem Leben. Nicht? Ganz viele Dinge, die damit zusammenhängen, gefallen mir sehr gut. Irgendwie sich zu reduzieren. Was Konsum zum Beispiel betrifft, ich kaufe nichts ein außer Bücher. Und übrigens, das trifft auf Pater Ulrich wahrscheinlich auch zu.
Ja, und 25 Jahre habe ich auch diese Zeitschrift redigiert. Das ist jetzt der letzte Band, der von mir herausgegeben wurde. Zu der Frage der Mitarbeit, gleich bei meinem ersten Abendessen hier, hat nachher der Abt mich beiseite genommen und hat gesagt, ich soll doch diese Flascherln da ausspülen, das habe ich so recht und schlecht gemacht. Dann hat er gesagt, ja, dann können Sie gleich in der Küche auch noch mithelfen. Und ich dachte, er macht einen koketten Scherz, weil ich so schön ausgewaschen habe. Aber in Wirklichkeit hat das natürlich ernst gemeint. Und dann bin ich heute in die Küche aufgebrochen und hat mir großen Spaß gemacht. Die Maschine geht mit dem Stand der anderen. Ich habe keine Wunderkräfte. Und jetzt geht's. Aber wenn ich drüber nachdenke, gefällt es mir noch besser, als ich es erwartet habe, weil mir auch der Ort so gut gefällt, die Stille, die hier ist. Und diese Stille hat nicht nur etwas zu tun mit den gläubigen Menschen, die hier leben, sondern einfach mit dem Ort. Wir sind hier auf 1300 Meter, wir sind im Wald, draußen ist es tief verschneit. Also es gibt unglaublich frische Luft, weil hier immer sehr viel Wind ist. Also ich dachte, dass es für mich sehr schwer sein wird, nichts zu tun. Und in Wirklichkeit ist es ganz, ganz einfach. Mit seinem Arm.